Hallo ihr Lieben, willkommen zur nächsten Coloring Book Collection. Wir sind mittlerweile schon beim 13. Teil angekommen und heute möchte ich anfangen mit diesem super süßen und niedlichen und frisch eingetroffenen kleinen Postkartenbuch. Und zwar heißt das Buch Dream Color for Year und ist illustriert von Miki Takai. Miki Takai kennen wir schon von der Colors Make You Happy Reihe. Colors Makes You Happy, so. Und ich blätter einfach mal durch. In dem Postkartenbuch befinden sich 12 kleine Postkarten. Hier vorne findet man kolorierte Beispiele und einen Index, ein paar Coloring-Tipps. Und die Postkarten sind immer links einmal koloriert. Das kann man als Inspiration nutzen oder aber auch einfach so verschicken, wenn man das möchte. Und auf der rechten Seite ist immer die unkolorierte Seite. Ja, und wie man das von Miki Takai kennt, sind die Motive absolut hinreißend niedlich und super süß. Und die Postkarten sind ein bisschen stabiler und recht kartonartig, also kann man hier auch mit vielen Medien Schöne schaffen. Als nächstes habe ich hier diesen wunderschönen Schatz. Dieses Buch, Monochrome Collection 2013 bis 2016 von Ida Shiaki, ist kein Coloring Book im herkömmlichen Sinne. Es ist eher ein Artbook und ist vergleichbar mit den Sketchbooks von Kirby Rosanes. Also so nicht von dem Stil her und auch nicht von den Motiven her, sondern einfach so von dieser Art des Buches her. Also wenn man möchte, kann man hier drin kolorieren, aber ich glaube, ursprünglich ist es dafür nicht gedacht. Aber ich mag halt einfach den Stil von Ida Shiaki unglaublich gern und wollte euch deshalb dieses Buch nicht vorenthalten. Und ihr seht auch schon, dass hier viel stark schattiert ist. Also das ist jedem selber überlassen. Wer da Lust drauf hat, sich mal dran zu versuchen, warum nicht? Alles kann, nichts muss. Und ansonsten ist es halt auch so schön zum Schnökern und Träumen. Und dann ist auch ganz frisch eingetroffen Moonlight Well von Anish de Gerard. Und ja, das ist ein ganz, ganz toller Schatz. Sicherlich auch schon eines der bekannteren Bücher, da ja in der Coloring-Szene viel da drin koloriert wird, was ich absolut verstehen kann. Es ist wunderschön. Besonders schön finde ich auch, dass hier die Bilder fast immer einen schwarzen Hintergrund haben, was den Koloristen mal davon befreit, sich um den Hintergrundgedanken machen zu müssen. Aber man kann auch gut erkennen, jedes Bild ist unfassbar detailreich. Ich denke, hier ist man mit Wasserfarben, Aquarellstiften echt gut bedient. Das Papier ist auch sehr dick und sehr angenehm von der Textur her. Auf der linken Seite sieht man immer so ein kleines Motiv, damit die Rückseite nicht so ganz nackt ist und rechts sind dann halt die Hauptmotive. Traumhaft schön. Jetzt habe ich hier nochmal einen etwas größeren Schatz und zwar ist das Loris Art Garden Ringbucheinband und Hardcover. Hier ist einmal Lori und ein bisschen was zu ihrer Geschichte. Hier vorne findet man Tipps, mit welchen Stiften man hier drin kolorieren kann und mit welchen Medien, also eigentlich mit allen. Hier findet man ein paar kolorierte Seiten und dieses Buch ist ursprünglich hergestellt für die Chamäleon-Marker.
Und deswegen findet man hier unter jedem Bild auch so die Farben, die für dieses verwendet worden sind, für dieses Bild, jeweilige Bild. Das Papier ist ja auch unfassbar dick, also halt für Marker geeignet. Marker kann man ja nun, weiß Gott, nicht überall einsetzen. Zwischen jedem Blatt befindet sich nochmal so ein Zwischenblatt, wo man seine Medien testen kann. Und natürlich auch als Schutz dient es für die jeweiligen Hauptseiten. Und hier sind jetzt mal so ein paar Beispielbilder. Man kann natürlich auch mit jeder anderen Art von Marker hier drin malen. Ne? Also nur weil Chamäleon draufsteht, muss es nicht unbedingt auch Chamäleon sein. Also mal ein paar Bilder exemplarisch. Hier findet man nochmal ein paar Infos zu den jeweiligen Stiftesets. Und in dieses Buch habe ich mich damals, als ich es entdeckt habe, in einer Facebook-Gruppe sofort schockverliebt. Ihr wisst ja, Manga mag ich total gern und da kam dieses Buch und ich war sofort hin und weg. Das Buch heißt Pop Manga Coloring Book und ist illustriert bei Camilla de Errico. Sie ist halt dafür bekannt, ja, diese Manga-Figuren zu zeichnen und zu malen und ja, die sind etwas teilweise ja bizarr und skurril anhauchend, aber irgendwie auf eine unglaublich hübsche und niedliche Art. Also und die Linien, die sind nicht so, wie soll ich sagen, so hart mit einem Pigmentliner irgendwie gemacht, teilweise jedenfalls. Sie haben mehr so einen Skizzencharakter. So, das dazu. Dann habe ich hier als nächstes Pixie Fairy Coloring Book von Sarah Bourrier. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es hier um kleine süße Feen. Die Bilder sind einseitig bedruckt und sind ja auf diesem Amazon-Papier gedruckt. Und hier kann ich euch auch noch mal eine fertige Seite zeigen. Und zwar kurz zur Erklärung: Den Hintergrund hier, diesen Galaxie anhauchenden Hintergrund, habe ich mit den Neo Colors 2 koloriert. Also genau. Und die Fee selber habe ich mit dem Polychromos koloriert. Die weißen Outlines hier bei den Flügeln habe ich mit dem Posca-Marker gemacht, auch hier den Schriftzug nachgezogen und diese ganzen Punkte habe ich teilweise mit dem Posca-Marker gepunktet und teilweise auch mit Acrylfarbe. Wobei ich sagen muss, da brauche ich noch ein bisschen Übung, weil irgendwie war das eine unfassbare Sauerei. Deswegen sieht man auch noch hier so schön auf der Arbeitsmatte. Ich habe da geschrubbt dran, aber ich kriege dieses Acryl einfach nicht mal hundertprozentig weg. Ja, aber so viel dazu. Hier noch ein paar Beispielbilder. Sehr, sehr süß. Achso, und hier hinten habe ich halt ein bisschen probiert und getestet. Das sieht man auch. Wow. Schnell weg. So, und dann habe ich hier jetzt noch einen ganzen Stapel Bücher.
diese Bücher sind alle von Heather Valentine. Und ja, das ist die Lacey Sunshines Reihe. Sie ist nicht komplett vollständig. Also ich habe immer nur mir die Bücher rausgesucht, die mir auch tatsächlich wirklich gefallen haben. Es sind immer 30 Bilder in jedem Buch. Und ja, es geht halt um diese süßen Mädels halt einfach im Großformat. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar paar Beispiele exemplarisch. Ich blätter da mal so durch. Auch hier sind die Bilder einseitig bedruckt und auf diesem Amazon-Papier. Das war jetzt Volume 2 und einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung, ich wurde gerade ein bisschen unterbrochen. Jetzt geht es auch direkt weiter. So, hier habe ich jetzt The Boost, das ist Volume 3. Dann als nächstes Volume 6, Flower Pot Pretties Coloring Book. Dann Volume 8, Enchanted Seas Coloring Book. Dann Cookie Crumblers, Volume 10. Dann Wonderland Coloring Book, Volume 11. Und zu guter Letzt habe ich hier noch das aus Coloring Book, Volume 15. So, das war's auch für heute. Ich hoffe, euch hat auch diese Coloring Book Collection gut gefallen. Und wenn ihr wollt, hinterlasst mir Kommentare. Wie ihr wisst, freue ich mich da immer richtig drüber. Ja, habt einen schönen Tag. Happy Coloring, bis zum nächsten Mal. Tschüss.